Herzlich willkommen auch zu diesem Video. Hier soll es nun um einige Regeln gehen, mit denen Verknüpfungsschaltungen vereinfacht werden können. Diese Regeln sind sehr einfach, aber sie sind auch wichtig, man sollte sie kennen. Schauen wir uns das erste Beispiel an. Ich verknüpfe den Eingang A und mit einer 0 und frage mich nun, was dabei rauskommt. A und 0 ergibt 0. Denn wenn ein Eingang 0 ist, bedeutet das für die Und-Verknüpfung, dass in jedem Fall eine 0 am Ausgang herauskommt, egal was A macht, ob A 1 ist oder 0. Also muss hier immer eine 0 rauskommen. Nächstes Beispiel. A und 1 ergibt A. Wenn der eine Eingang auf 1 steht, wird der Ausgang immer genau den Wert haben, den A hat. Ist A 0, steht hier eine 0. Ist A 1, steht auch hier eine 1. Was hier wie eine Spielerei aussieht, wird tatsächlich praktisch angewendet. Aber darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. A und A ergibt A. Denn wenn A 0 ist, steht auch hier eine 0 und wenn A 1 ist, steht auch hier eine 1. A und A nicht ergibt eine 0. Denn in jedem Fall steht entweder an diesem Eingang eine 0 oder an diesem Eingang eine 0, sodass zwangsläufig eine 0 am Ausgang stehen muss. A oder 0 ergibt A. Denn wenn hier eine 1 steht, steht auch hier eine 1. Wenn hier eine 0 steht, steht auch hier eine 0. A oder 1 ergibt eine 1. Denn indem hier eine 1 ansteht, ist es zwangsläufig so, dass am Ausgang Q auch eine 1 steht. A oder A ergibt wiederum A. Denn wenn hier eine 0 steht, sind beide Eingänge mit einer 0 aufgeschaltet, es kommt eine 0 raus. Wenn hier eine 1 steht, sind beide Eingänge mit einer 1 aufgeschaltet, es kommt eine 1 raus. A oder A nicht ergibt 1. Denn zwangsläufig steht an einem der beiden Eingänge eine 1, egal ob A 0 ist oder 1. Und somit ist es bei einer Oder-Verknüpfung so, dass eine 1 am Ausgang steht. Das letzte Beispiel ist auch sehr einfach, aber auch tatsächlich sehr wichtig. A nicht nicht, also ich invertiere dieses Signal zweimal. Wenn ich hier eine 1 reingebe, steht hier eine 0. Diese 0 wird zu einer 1 invertiert, es kommt wieder eine 1 raus. Wenn hier eine 0 steht, wird daraus eine 1 und diese 1 wird wieder zu einer 0 invertiert. Mit anderen Worten, es kommt wieder A raus. Auch das sollte man unbedingt wissen, das spielt manchmal eine Rolle. Ja, das war schon zu diesen einfachen Vereinfachungen, die es hier gibt. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank.